Ob zu Fuß, auf dem Fahrrad oder gar auf dem Pferderücken, die Eifel lässt sich auf viele verschiedene Arten erkunden. Doch egal welche Form des Ausflugs, wichtig ist immer auch die richtige Wahl der Unterkunft. Eine Übernachtungsmöglichkeit bietet zum Beispiel das Jugendferienhaus Krekel der Aachener Pfadfinderinnenschaft St. Georg. Das Haus bietet den Jugendlichen ideale Voraussetzungen für Fortbildungen und Ausflüge. Es gibt hier ein Wohnzimmer, in dem man Zeit verbringen kann. Hier kann man draußen Lagerfeuer machen, gemeinsam singen. Es gibt einen großen Garten. Es gibt große Gruppenräume, die einem einfach ermöglichen, mit vielen Leuten hier zu sein und nicht wie in manch anderen Häusern, wo man nur kleine Gruppen unterbringt. Und das ist einfach super. Das Haus Krekel ist aber nicht nur für Pfadfinder bestimmt. Es verfügt über 45 Betten, kann durch zusätzliche Matratzen aber insgesamt bis zu 60 Personen beherbergen. Eine Besonderheit bildet sicherlich die hauseigene Kapelle. Die Gruppen der PSG kommen schon seit vielen Jahren hierher. Für sie ist das Haus weitaus mehr als nur eine günstige Unterkunft. Das ist halt einfach immer da gewesen schon und das war einfach, man konnte sich das gar nicht vorstellen, mal woanders hinzufahren. Also wenn es dann mal ein Jahr gab, wo man hier gar nicht hingefahren ist, dann ja, was ist denn mit dem Haus in Krekel, warum fahren wir nicht dahin oder so? Und genauso ging es dann auch mit unseren Kindern, als wir dann als Leiter mitgefahren sind, dass die sich dann gedacht haben, ja, warum fahren wir dieses Jahr nicht mit, wo dann halt hier dieser Umbau stattgefunden hat für das neue Haus. Und dann musste man denen das halt dann auch erklären, warum man nicht hier hinfährt. Also es ist einfach schon immer da und das gehört einfach dazu zu der PSG Aachen. Dieser Umbau hat 2013 stattgefunden. Ziel der Maßnahme war, das Haus vollständig barrierefrei zugänglich zu machen. So eignet es sich jetzt auch ideal für Menschen mit Behinderungen. Außerdem wurde der damaligen Herberge ein Neubau angefügt. Das alte Haus Krekel hatte ja quasi diesen Teil, wo wir hier stehen, noch gar nicht. Also es fängt ja quasi erst hier vorne direkt an und es war halt einfach kleiner und das ist alles jetzt viel weiträumiger und heller. Neben Pfadfindergruppen richtet sich das Haus Krekel besonders an Schulklassen. Der große Vorteil, jede Gruppe hat die Einrichtung immer komplett für sich alleine. Zudem können Schulklassen das sogenannte PEMS in Anspruch nehmen. Das steht für Pfadfinderische Erlebnispädagogik mit Schülerinnen und Schülern. Es ist ein Selbstversorgerhaus, das ist manchmal für Schulklassen auch sehr vorteilhaft, weil die Kinder dann gemeinsam auch die Küchengeschichten machen. Man kann auch Vollverpflegung buchen, also das ist optional halt. Und wenn man Vollverpflegung bucht, ist man hier auch sehr flexibel, weil unsere Köchin da immer auf die Wünsche der Gruppen eingeht, ob sie jetzt mittags oder abends essen oder ob sie ein Picknick mitnehmen wollen oder sowas. Und das, denke ich, zeichnet unser Haus ganz besonders aus, dass da eben diese Flexibilität herrscht. Nicht nur große Gruppen, auch Familien können im Jugendferienhaus Krekel übernachten und sich am Abend von anstrengenden Eifelausflügen erholen. Informationen zu freien Kapazitäten gibt es im Internet oder direkt beim Haus.